Worum? Das darf ich gerade eine Sekunde. So muss ich das machen. Worum es jetzt ein bisschen kurz gehen soll, ist aus gegebenem Anlass ein paar Informationen zu, wie zieht man in EVE Online eigentlich um oder was mache ich, wenn ich meine Corporation gefunden habe und die sagt, komm mal an einen anderen Ort. Und so Kleinigkeiten. Also Umzug in EVE Online ist immer ein Thema. Wie gesagt, entweder hat man eine Corporation gefunden und sagt, ey, ich möchte zu denen umziehen. Dann kommt es ganz stark darauf an, wo die Corporation hockt. Das machen wir gleich. Wo die sitzen, wo die ihr Staging haben. Es kann auch einfach sein, dass eure Corp sich an einen neuen Wohnort verlegt, einen neuen Einsatzort. Ja, sich quasi die ganze Corp, das Zuhause verlegt, weil es ein neues Region gibt, in der man wohnt, neue Stationen, neues Ally. Und was natürlich auch sein kann, das ist ein Spezialding, ist so ein Deployment, also ein operationsgebundenes Verlegen von Schiffen und Ausrüstung. Also der Unterschied einfach ist, dass wenn die Corporation einen neuen Ort hat, dann zieht man mit allem um, was man hat, so ungefähr. Also alles, was wichtig ist, nimmt man mit. Rettungsschiffe, PvP und so weiter und so fort. Und Deployment hat meistens eine Vorgabe, was für Schiffe am Einsatzort sein müssen. Und das reicht dann auch. Zum Beispiel nehmen wir mal an, hier im Wurmloch Space ist das zum Beispiel irgendwelche Support-Geschichten. Wir gehen befreundeten Korps im Wurmloch beim Kampf helfen. Da brauchen wir nicht alle unsere Assets mitnehmen. Nein, da nehmen wir nur unsere Kampfflotte mit, hängt die dahin und vielleicht ein bisschen Reserve. Und der Rest bleibt am alten Wirkungsstätte zu Hause. Und nach der Operation nimmt man die Ausrüstung wieder mit, die man mitgebracht hat und fertig. Gut, das ist so der Grundtenor dahinter. Warum, wieso, weshalb? Jetzt gibt es da für das Umziehen in EVE Online so ein paar, sag ich mal, Grundregelungen, mit denen man vielleicht klarkommen muss. EVE Online ist ziemlich groß, man kann ziemlich weit Schrecken fliegen und es hängt ganz stark davon ab, wo man wohnt und zu wem man gewechselt ist. In der Regel ist es so, dass man ein paar Schiffe hat, die man so rumliegen hat. Man hat so ein bisschen Ausrüstung rumliegen, ne, so ein klein wenig. Und sagt jetzt, gut, ich will umziehen. Als Anfänger ist das ein bisschen weniger Kubikmeter. Aber trotzdem muss man nachschauen, was tue ich mit der Ausrüstung. Da gibt es jetzt verschiedene Herangehensweisen. Die komplizierteste und vermutlich auch anstrengendste ist, ich steige in jedes Schiff einzeln ein und fliege das zum neuen nach Hause. Steige am neuen zu Hause aus, ja, und sprenge mich wieder zurück, wo ich herkomme. Also vorausgesetzt, ich habe vorher die Homestation zum Beispiel bei mir auf Amar gelegt, fliege zum neuen Einsatzort, sprenge mich zurück und nehme Schiff für Schiff mit. Das dauert Jahre und macht keinen Spaß, kann ich euch sagen. Dafür gibt es in EVE Online Transportschiffe. Transportschiffe fangen an bei sowas wie der Iteron Mark V hier, ein gutes Stück. Ist ein günstiges Transportmöglichkeit mit ein bisschen Kubikmetern. Stößt aber relativ schnell an seine Grenzen. Aus zwei Gründen. Die erste ist, dieses Ding hat keine Panzerung. Man kann dieses Schiff mit dem Schild, ich baue mal ganz kurz mal mit dem Schildextender an. Man kann dieses Schiff nicht gut panzern. Das heißt, man kommt hier nur bei Defense nur ungefähr auf 15.000, wenn es gut läuft. Das stellt euch vor ein Problem. Und zwar bei Transporten in EVE Online gilt immer, wenn es lukrativ ist, euch zu erschießen, wird es einer tun. Wenn nicht, habt ihr Glück gehabt. Ja, das glaubt mir keiner meiner neuen Leute. Das glaubt bei uns niemand, solange er noch im Leben ist. Wenn er das erste Mal in einen Tornado reinfliegt und ihn aus dem Leben holzt, glaubt man es. Und zwar, ist es eine simple Rechnung. Ich habe eine Verteidigung von 13.000 EHP. Die 13.000 EHP müssen vernichtet werden. Und wenn man mich im Highsec angreift, wird das eigene Schiff auch vernichtet. Das heißt, wenn es lukrativ ist, genug Schiffe zu opfern, um meine 13.000 EHP hier wegzukriegen, ja, um danach das Loot zu klauen und es positiv ist, dann wird das einer tun. Deswegen kann man sich so ein bisschen über den Daumen peilen, wie viel Millionen man in welchen Schiffen transportieren kann, ohne dass man
sicher gegankt wird. Das ist so vielleicht ein bisschen ein Grundsatz dahinter. Also ich persönlich sage immer Faustformel, Iterons getankt, also wie sie jetzt aussieht. Ja, hat 13.000 EHP. Das heißt, ich würde da ein Maximum von 100 Millionen reinschmeißen. Mehr nicht. 100 Millionen ist nicht viel. Gehen wir mal kurz hin und sagen, gut, ich möchte meine Blueprints verlegen. Also nur hier das Reaktionszeug. Muss ich viermal fliegen. Ist anstrengend. Dann gibt es T2-Transportschiffe dafür. T2-Transporter haben in der Regel wesentlich mehr EHP, also hier 40.000 in meinem Fall. Und sie haben einen größeren Laderaum. Und das ist nicht der Laderaum hier mit 3.000 Kubik, der Frachtraum, sondern es ist der Flottenhangar. Bei den Okatoren gepanzerten Schiffen. Guten Tag. Diese Okatoren und die T2-Transportschiffe, die getankten, haben in der Regel von Haus aus eingebaut erstmal eine Warpcore-Stärke. Das heißt, man kann sie nicht so einfach am Warpen hindern. Hier unten. Und das zweite ist, sie sind sehr stabil. Tank ist nicht alles. Wenn ihr damit im Nullsec oder Lowsec euch festhalten lasst, also nicht im Highsec, habt ihr ein Problem, weil ihr kommt nicht mehr weg. Wenn ihr hier wegkommt, sterbt ihr. Weil EHP sind auch nur ein Zeitfaktor und keine Sicherheit, am Leben zu bleiben. Aber durch die 40.000 EHP kann man hier zumal also um die, auf den Daumen gepeilt 500 Millionen reinladen. Das ist so die Größenordnung, die ich meistens transportiere als Grenze. Das heißt, wenn euch jemand aus dem All schießt, braucht er für dieses Schiff schon einiges an Ausrüstung. Zum Beispiel 4 Tornados. Diese Tornado, diese Einschuss 10.000 oder 11.000 EHP weg. 4 Tornados kosten mich ungefähr, boah, das Lügen, 500 Millionen. Das heißt, wenn ich 500 Millionen fliege, lohnt sich das nicht, weil nur die Hälfte meiner ISK droppt. Das heißt, die Hälfte aus dem Laderaum fällt. Das heißt, ungefähr 500 Millionen ist relativ okay vom Preis. Ja, je höher ihr geht, je mehr müsst ihr aufpassen. Und ich würde solche Schiffe auch nicht mehr AFK fliegen, wenn sie voll sind. Der andere T2, der getarnte, arbeitet mit dem Laderaum, hat sehr wenig Laderaum, ist aber getarnt. Und er hat aber ein Riesenproblem. Dieses Riesenproblem ist, er kann nicht gescannt werden. Das heißt, die Angreifer wissen nicht, was in diesem Schiff gelagert ist. Das heißt, ihr könnt auf Verdacht weggeschossen werden. Es reicht ein Tornado, also 100 und ein bisschen Millionen. Und ihr seid tot. Und deswegen, die Viator, also die gecloakten Transportschiffe, kann man nicht AFK fliegen. Das geht nicht. Man kann den Laderaum nicht scannen, dadurch weiß niemand, wo euch drin ist. Und ihr werdet auf Verdacht weggeschossen, weil man damit sehr gerne sehr hohe Werte fliegt. Ja. Also ich lade da rein, wie auch immer, zig Milliarden, völlig egal. Ich darf mich einfach nicht fangen lassen. Im Nullsec, Bubbles sind der Tod. Das heißt, ich fliege damit Lowsec und Highsec. Und halt immer per Hand und immer cloaken und immer sicher. Soweit. Transportschiffe. Es geht noch größer. Mein Frachter gerade nicht da. Die größten Frachtschiffe in EVE Online sind logischerweise die Frachter. Auch von jeder Rasse. Hinter den Transportern zu finden. Also wer die Transportschiffe sucht, das ist die untere Linie. Und hinter Transportern zu finden, die Frachtschiffe sind recht teuer, haben aber dann auch große Laderäume. Ne? Wir reden ja von 500.000 Kubik, können Masse transportieren. Aber auch hier gilt wieder der Grundsatz, passt auf, was ihr fliegt. Ja. Wenn ihr das Ding mit 20 Milliarden zubombt, weil ihr sagt, oh ja, cool, gepresstes Erz, nehme ich alles mit. Vielleicht nicht die beste Idee, weil ihr könntet die Schiffe verlieren. Highsec Ganking ist ein Thema und zwar ein großes und ein lukratives Geschäft. Gut. Jetzt habt ihr natürlich als Anfänger eure neue Korb gefunden. Die sagen euch, kommt zu uns, komm rüber, wir helfen dir ein bisschen. Jetzt fängt der Spaß nämlich an. Allianzen und Corporations haben in der Regel auch eigene Transporter. Leute, die sich damit beschäftigen, die das machen, die sagen euch, yo, komm, bring das Zeug hier rüber. Was meint er jetzt damit? Ich stehe hier und sage, gut, ich habe hier mein Zeug, ich habe hier meine Container. Da werdet ihr erstmal
glaube ich, böse für angeschaut. Also zumal es 2 Millionen, die Station Vault Container mit 2 und 5 Millionen kann man nicht bewegen. Der Station Container, Station Vault, nur gepackt. Aber generell, wenn ihr Container packt für einen Umzug, dann ist das schwierig, weil der Container immer eine feste Volumen mitnimmt. Also, das ist klein, ne? Der kleine verbraucht 100 Kubikmeter, immer, auch wenn er leer ist. Das heißt, entweder, ihr sprecht vorher mit euren Leuten, sagt entweder, ihr packt die Dinger komplett voll, ihr stopft da was rein, was weiß ich, hier alle Linsen, alles, was ich habe, alles rein damit, solange bis die 120 Kubik voll sind. Das wird nicht reichen. Und dann bis aufs letzte Grämmchen Erz alles da rein, was geht, weil ich muss den voll kriegen. Irgendwo kannst du hier alles füllen. Dann hast du auch Chaos. Oder du packst deine Container zusammen oder fragst, ob es am Zielort der Corporation Container zu kaufen gibt oder welche abgegeben werden können. Das gleiche gilt für Schiffe. Ein Schiff, nehmen wir als irgendeins in die Hand, ist so aufgebaut, schwer zu transportieren, weil so aufgebaut hat dieses Schiff 401.000 Kubikmeter zusammengepackt. Überhaupt kein drin, hast du gesehen. Und normale Frachtschiffe können Schiffe nie, also normale Frachter können keine zusammengebauten Schiffe fliegen. Es sei denn, sie werden in ein Frachtpaket verpackt, also einen Kuriervertrag. Das machen wir gleich. Das bedeutet, es wird von euch in der Regel verlangt, dass ihr sagt, es sind T1-Rigs drin. Die Rigs gehen kaputt beim Auseinanderbauen, der Rest bleibt ja. Ja. Also als Beispiel, die Viator hat T2-Rigs, die würde ich nicht zerlegen. Die Dinger sind teuer. Ja, das sind 20 Milliliter, verballern würde. Im Notfall auch okay. Aber wenn ihr T1-gerickte Schiffe habt, dann wird man von euch verlangen, dass ihr die Schiffe auseinanderbaut. Das ist normal. Ja, weil wer will ja irgendwie den Förderraum sparen. Jetzt habe ich hier 101.000 Kubik. Sage ich hier Repackage. Sind Sie sicher, dass Sie machen wollen? Ja. Achtung, Ihre Rigs werden zerstört. Ja. Gepackt. 10.000 Kubik. 91.000 Kubik gespart. Okay, gut. Jetzt sagen wir noch, wir haben noch das Fitting, was da drauf war. Das sind nochmal 100. Ja, auch die Module kann man packen. Wird wieder eingepackt, Rechtsklick, alles Stack All, alles zusammenpacken, fertig. Gut, jetzt habe ich meine Schiffe zusammengepackt, die ich kann. Die Tech-2-Schiffe muss man klären, wie man das löst, also Tech-2-gerickten Schiffe. Aber in der Regel würde man alles zusammenreißen. Ich persönlich schreibe mir auch immer kurz auf, was für Rigs ich kaputt gemacht habe. Weil ich brauche die ja neu. Also die muss ich mir neu organisieren. Die Module, Waffen, Munition, Lagerraum, alles geht raus, nur die Rigs nicht. Dies gilt übrigens nicht für Tech 3 Kreuzer, die kann man komplett zerlegen. Also die Dinger ganz oben in der Entwicklungsstufe. Gut, ihr habt eure Schiffe zerlegt. Ihr habt alles fertig soweit und sagt, gut, ich möchte umziehen. Dann wird man von euch wünschen, dass ihr einen Kuriervertrag aufsetzt. Kurierverträge sind nichts weiter, als ihr packt alles schön in Plastik ein und gebt dieses Paket mit einem Start und einem Zielort einem Transporteur. Das heißt, ich markiere, was ich haben möchte, Rechtsklick, Create Contract, Vertrag erstellen, gehe da rein, dann kommt diese Vertragsmaske. So, wichtige Geschichten. Es gibt drei Vertragstypen. Auktion ist eBay, ganz klassisch, wer Höchstbietende kriegt. Es gibt Kurierverträge, das sind Transportaufträge. Ja, das heißt, ihr beauftragt jemanden, eure Waren von A nach B zu fliegen. Und Item Exchange ist ein normaler Verkauf. Oder Auktion, Kurier, Geschichten. Ja, das zweite ist, ihr könnt die auf Public, also für jeden zugänglich machen, für privat. Das heißt, eine bestimmte Person oder Kooperation oder Allianz kann man hier einfügen. Das geht einfach per Drag and Drop, also was weiß ich. Nehmen wir mal Dragon Bloodcrow, weil mein Main kann das. Ich kann das meiner Kooperation, meiner Allianz zugänglich machen. Meine Kooperation, meine Allianz heißt, jeder Charakter in meiner Kooperation oder in meiner Allianz, jeder Charakter
kann das annehmen, nicht die Kooperation. Wenn ich meine Kooperation haben möchte, eine deutsche Kassel-Pilotenschule, dann muss ich das hier hinschreiben. Aber auch dann kann das jeder dort annehmen. Das heißt, fragt nach dem Namen, an dem ihr den Vertrag ausstellen sollt. Wenn ihr einen eigenen nutzt, wenn ihr keinen eigenen nutzt, könnt ihr es auch anders machen. Dann läuft das ein bisschen anders ab, je nachdem, was für einen Transportservice ihr nutzt. Kurzer Exkurs zu Transportservice-Geschichten. Gib mir eine Sekunde. Transportservice gibt es in EVE Online auch welche, die als Unternehmen funktionieren. Das heißt, es gibt in die EVE durchaus Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Fracht zu fliegen. Eins davon, das berühmteste, habt ihr hier. Das ist Red Frog oder Black Frog Freight. Die Kollegen fliegen Waren von A nach B und stehen dafür mit ihrem Namen. Die Kollegen sind auch sehr bekannt, sehr berühmt und können sehr zuverlässig die Waren fliegen. Ich habe die öfter genutzt, um große Mengen zu transportieren von A nach B. Das geht super. Wichtig daran ist, zum einen, wo soll es hingehen? Red Frog und Black Frog sind jeweils Low Sec, High Sec für Red Frog und Black Frog sind die Null Secer. Es gibt eine Liste, wo sie überall docken können. Ja, also bei welchen Corporations diese Frachtpiloten das Standing haben, welche Allianzen sie docken dürfen. Das ist relativ praktisch, weil sie haben ein paar Verträge oder ein paar werden geduldet von vielen Gruppen, Allianzen, Corporations. Und auf diese Art können die auch interne Geschichten fliegen. Gut. Man sieht hier drei Dinge. Sie wollen wissen, wo es lang geht. Ja, von Start nach Ziel, welche Station. Sie wollen wissen, wie viel Collateral ihr haben wollt. Und das ist das Interessante wieder. Wenn ihr einen Frachtvertrag jetzt aufsetzt, wählt ihr aus, was ihr haben wollt. Wir haben unsere Module, die wir fliegen wollen. Wir nehmen die Moa noch dazu, die wir gepackt haben. Und dann kommt diese Abfrage. In dieser Abfrage findet ihr einmal, wo soll es hingehen? Beispiel, nehmen wir mal Jita Search. Dann sagt er, Jita ist groß, wohin willst du es haben? Ich hätte es gerne Kaldari Navy Assembly Plant, das ist die Jita Trading Station 4.4. Genau, die neue. Es gibt ein Reward. Da kann man eingeben, wie viel ISK man bereit ist zu zahlen, wenn der Vertrag erfüllt wird. Viel wichtiger ist aber der Collateral. Der Collateral oder die Versicherung ist der Betrag, den ihr kriegt, wenn eure Ware nicht am Ziel ankommt. Das ist deswegen wichtig, weil man kann Verträge kommen als ein Paket, als eine Art Container an den Lieferanten und der kann diesen Container auch aufmachen. Sagen, ja, ich nehme das Zeug und gehe. Das ist möglich. In diesem Fall würdet ihr nach Abschluss des Vertrages, also nach der Laufzeit. Es gibt hier einmal die Expiration, wie lang der Vertrag gültig ist, wie lange kann angenommen werden und einmal die Tage, wie lange er brauchen darf, um das zu fliegen. In diesem Fall würde ich sagen, ein Tag, er nimmt das an und nach einem Tag muss es in Jita sein. Wenn es nicht da ist, kannst du den Vertrag failen oder löschen oder abgeben, also aufgeben. Und in dem Fall geht das Collateral in euer Wallet über. Also die Versicherung. Das ist deswegen wichtig, wenn ihr Leute habt, denen ihr nicht vertraut, dass euer Zeug ankommt. Oder wenn ihr neu in Corporations seid und euch ist das alles nicht ganz so toll, dann packt ein Collateral rein. Es wird, wenn das jemand ernst nimmt im Transport, wird er euch nicht böse sein, wenn ihr ein Collateral habt. Ja, weil wenn jemand das ernsthaft fliegen möchte, transportieren möchte, zahlt er das Geld, wenn er einen Vertrag annimmt und kriegt es wieder, sobald der Vertrag da ist.
kein Stress, das ist keine Nummer, das ist kein Problem. Keine Steuern, nichts da. Bedeutet, in der Regel, guckt, was euer Zeug wert ist. Rechnet einfach pauschal 10% drauf zur Sicherheit. Ja, dass ihr sicher seid, dass es ankommt und solltet euer Transporteur mit dem Zeug abhauen. Kein Problem, ihr kriegt das Geld. Wie verkauft? Ihr habt den Stress, neu zu kaufen, aber es ist fertig. Also hier immer gucken, ich habe jetzt hier 4 Millionen, ich sage, ich möchte das gerne 5 Millionen machen, ein bisschen Sicherheit. Ihr solltet nicht übermäßig hochgehen, weil der Charakter, der das transportiert, müsste natürlich auch das Geld haben, das zu bezahlen. Aber in der Regel 10% drüber meckert keiner über den Warenwert. So. Habt ihr alles eingestellt, sagt gleich zu Konflikt, okay, ich gebe dir 3 Tage, dass das ankommt und du musst es bitte heute annehmen. Man kann auch eine Beschreibung reinschreiben, sagt Next. Und jetzt kommt die wichtigste Geschichte im Ganzen. Einmal überprüfen, ob alles stimmt. Vor allem, ist es ein Kuriervertrag? Und ist das der Charakter, den ihr haben wolltet? Guckt euch, klickt da drauf, guckt euch den Charakter an. Wenn ihr hier einen Fehler macht, dann kann irgendjemand nie von euer Zeug annehmen. Das ist jetzt bei einem Vertrag mit Collateral Reward okay. Mein Gott. Ja. Aber im schlimmsten Fall sagt ihr, ja, ich mache kein Collateral, ich traue euch eh über den Weg. Und dann ist plötzlich euer Zeug weg. Weil der nimmt das an, bricht den Vertrag auf und hat euer Zeug. Nur so. Kurierverträge. Bei den Frogs läuft das ein klein wenig anders. Wir machen den Browser wieder an. Bei den Frogs sage ich, ich würde gerne von Amar, ja, nach Jita. Ich sage Ihnen, wie viel Collateral ich plane. Also ich plane zum Beispiel 4 Milliarden zu verlegen. Oder geht hoch bis 25 Milliarden, je nachdem, wie viel ISK ihr fliegen wollt. Das maximale Volumen steht hier unten. Ihr kauft auch immer den ganzen Frachter. Sagt Calculate. Und dann sagen die euch, was für ein Reward sie erwarten. Steht hier alles drin. Sie erwarten von mir 675 Millionen ISK, ja, für 320.000 Kubik bei 4 Milliarden ISK Sicherheit. Und hier unten steht How to Set Up the Vertrag, Kurier, Privat to Black Frog Freight, in dem Fall zu der Korb, 7 Tage, also spätestens nach 14 Tagen ist das Zeug da. Das ist der Black Frog Calculator, der Red Frog Calculator. Ist anders. Da gibt es ein paar Einschränkungen, aber auch hier gilt von Amar nach Jita. Jita, ja. Calculate. Seht ihr, was der Plan ist. Und ihr seht, wie das gedacht ist hier. Es ist wesentlich günstiger, weil es nur Highsec fliegen, die Kollegen. Oder auch Lowsec? Ich glaube auch Lowsec. Ola. Dürfen wir mal. Ja. Ach, Ola fliegen sie auch. Nee. Red Frog fliegt nur im Highsec, der Rest macht Black Frog. Aber es ist auch eine Möglichkeit, eure Fracht zu verlegen. Die geben euch dann die Infos vor. Gut. Gehen wir zurück auf meine Checkliste. So. Ihr habt euer Zeug fertig, ihr habt alles verpackt. Ihr nehmt euer eigenes Schiff, was ihr sagt, das ist das mir wichtig, das will ich nicht zusammenpacken, packt ihr zusammen. Und tingelt los zu eurem neuen Staging, zum neuen Zuhause. Und dort beginnt der ganze Spaß, das wieder zusammenzubauen. Und das ist mein letzter Tipp. Wenn ihr Schiffe habt mit eigenen Fittings, die ihr selber gebastelt habt, tut euch einen Gefallen und speichert die Fittings ab. Geht in das Schiff rein, drückt Save. Fitting, gibt dem Ding einen Namen. Ja, und eventuell schreibt euch noch auf, was für Rigs ihr braucht, ihr zusammenzubauen. Fertig ist der Lachs. Ja. Und letzte Frage, die sich stellt, ist: Wie viel kann eigentlich euer Transporteur bewegen? Und in der Regel, zumindest bei uns in der Allianz, ist es so, dass wir 60.000er Pakete machen. 60.000 Kubik. Das wären zum Beispiel die 3 Iterons hier. Die kosten nichts, sind 60.000 Kubik. Jetzt ist der Punkt noch, macht es überhaupt Sinn, das Zeug mitzunehmen? Letzte Frage.
Eine ganz einfache Geschichte, wenn ihr in Amar oder Jita seid, Dodixi, irgendeinem Trade Hub, überlegt euch ernsthaft, ob es Sinn ergibt, jeden Scheiß mitzunehmen. Und ich sage jeden Scheiß, weil drei Iterons, ja, kauft man für 1, 2 Millionen neu. Das ist am Anfang viel Geld, das verstehe ich, und am Anfang ist es auch wichtig, aber später ist die Frage, ob ich 60.000 Kubikmeter ein komplettes Transportschiff vollballer mit drei Iteron-Hüllen oder ob ich nicht sage, reprocess die, mach daraus ein bisschen Ressourcen. Ja, hab zwar Verlust, aber hab dann weniger Kubikmeter. Ja, das gilt auch für vieles andere. Shuttle. Ja, was wollt ihr Shuttle transportieren? Shuttle ist 500 groß, das heißt, wenn man ein paar Shuttles packt, ist auch voll. Das kostet nichts, haut das Zeug weg. Ihr erleichtert das eurem Transportkollegen wahnsinnig. Schiffe, Hüllen, klar. Und dann letzte Sache ist noch, guckt, ob ihr es verkaufen könnt. Wenn ihr in Amar sitzt, in Jeddah sitzt, könnt ihr immer sagen, Rechtsklick Sell. Dann kriegt ihr dieses Verkaufsfenster. Ihr könnt hier unten auswählen, ob ihr es sofort verkaufen wollt oder ob ihr es einstellt als so eine Order. Ja, und dann könnt ihr gucken, wenn da irgendwas steht wie minus 16%, ja, ist okay. Aber ihr habt sofort 9 Millionen ISK für die Hülle. Wenn das Schiff eh nicht fliegt, haut's weg. Wenn ihr sagt, ich möchte das auf Zeit einstellen, weil ich habe Zeit, aber ich möchte es gerne verkaufen, kann man es auf 3 Monate stellen. Und zwar immer drauf 3 Monate, weil die Broker-Fee hier unten, die Kosten ändern sich nicht, ob ihr 3 Tage einstellt oder 3 Monate, ist völlig egal. Ja. In dem Fall Rechtsklick drauf, View Market Details, guckt euch den Markt an, ihr seht, das sortiert das hier nach günstigstes nach oben. Hier auch, habt das günstigste oben, seht das günstigste. Ist 1260, gibt dem Kind 1260, 1, 2, 3, die Null nicht vergessen. Mit dem Mausrad einen nach unten, macht es einen günstiger und das reicht. Ein günstiger. Nicht 1200, weil es cool ist. Sonst reiße ich euch den Kopf ab. Ja. Und dann stellt er fest, ihr habt gar nicht genug Geld, das zu verkaufen. Ups. Was hier loswerden. Dummbi da, die Dummbi da, die. So. Damit. Ja, ich habe es wirklich verstanden. Danke. So. Jetzt, wie gesagt, wir gehen hier drauf, gucken uns die Moa an, stellen fest, okay, günstigstes auf dieser Station 1260. 12, 160, 123. Ein runter. Ich stelle fest, geht gar nicht, weil ich Immediate drin habe, sofort Verkauf. Ich stelle auf 3 Monate. Auf Sell. Yes. Und sehe, ich habe vergessen, einen nach unten zu gehen. Und dann findet ihr unter Finanz, Market Orders, alles, was ihr so verkauft. Inklusive der Moa, die ist hier. Doppelklick drauf, seht ihr das Angebot. Und alle 5 Minuten könnt ihr Rechtsklick drauf machen, die Order anpassen und dann sagen, mach ein bisschen günstiger. Das Ziel ist nur, der günstigste zu sein oder beim Ankaufen der teuerste zu sein. Ihr braucht keine Abstände machen. Es guckt keiner auf den Preis. Ein Standard-PVPler wie meine Person, ja, geht in sein Fitting-Fenster, guckt sucht Fitting aus, was weiß ich, Drake, ja, nimmt seine Schild Drake, drückt hier unten auf Buy All, ja, und kriegt eine Liste, die er im Juli haben muss. Einzige, was mir dann auch, was ich überlege, ist, okay, ist ein Schlachtkreuzer, muss so knapp unter 100 kosten. 110, ja, Drake ist heute ein bisschen teuer. Was willst du machen? Kaufen. Fertig. Ja, ich brauche mein PvP-Schiff heute und nicht nächste Woche. Deswegen macht euch nicht so einen Kopf darum, dass ihr ein attraktives Angebot sein müsst. Das ist nicht der Fall hier. Wir sind in EVE Online. Jedes Produkt ist gleich. Ist mir ziemlich egal, ob eure Drake ist. Merkt das nicht mal, ob ihr eure Drake besonders günstig eingestellt habt oder nicht. Und ich merke auch nicht, ob ich es von euch gekauft habe oder nicht. Das gilt für Materialien und Produzenten vielleicht. PVPler nicht. Gut. Das soll es aber sein zum Thema Packen, Umzug. Hast du nicht gesehen? EVE Online umziehen ist immer ein großer Act.
Wie gesagt, wenn ihr Container fliegen wollt, klärt das erst ab mit euren Transporteuren. Guckt, dass ihr Schiffe packt. Guckt, was ihr verkaufen wollt und könnt, nicht mehr braucht, weil ISKs sind immer leichter transportieren als Schiffe. Und jo, dann viel Spaß am neuen Einsatzort. Guckt euch um, schaut euch an. Und wie gesagt, der Collateral im Transportvertrag tut keinem weh und ihr verliert keine Items. Soweit, so gut.